Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Mission Pack. In der letzten Folge, die mussten wir leider mit einem Bug beenden. Das habe ich euch ja gezeigt. Die zwei Typen sind unten stehen geblieben. Ich habe das Level von vorne angefangen, deswegen stehe ich jetzt leicht anders. Und diesmal hat das aber funktioniert. Ich habe vorher gespeichert und diesmal kommen die Typen auf die Tür rein, sodass wir das Level normal fortsetzen können. Und zwar, ich habe mich jetzt hier hinten hin schon begeben, den Computer benutzt, habe mich hier hinten hinbegeben. Und man sollte gleich den Retina-Scanner hören. Normalerweise. Ah, da ist er. Ja, warum das jetzt so gebuggt hat, weiß ich auch nicht. Aber es hat. Es gab diesen Bug und na gut, jetzt funktioniert es ja. Jetzt warten wir ab. Da geht auch schon die Tür auf. Also, wie es aussieht, haben die keine Nachtsichtgeräte. Der Typ sieht aber was komisch aus von weitem. Okay. Wir warten ab. Vielleicht ziehen die sich auch wieder zurück. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Also einer hat den Raum schon mal verlassen, der zweite jetzt auch. Fehlt nur noch der Grinko-Verschnitt. Ich gehe mal gucken, wo die anderen beiden sind. Ob die sich ganz verpfiffen haben oder ob die noch hier rumrennen. Rein gar nichts. Die haben sich ganz verpfiffen. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht rum. Nicht rumdrehen, nicht rumdrehen. Oh Mann. Ich bleib mir hier. Ich bleib dicht an der Wand. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Alles wird gut. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den hinlege. Irgendwo, wo es dunkel genug ist. Genau. Die einzigste Ecke, die ich mir aussuche, ist natürlich hell beleuchtet. Na gut, hier unten nicht. Liegst du auch nicht ideal, aber leg ich dich mal in die Schränke rein. Hier sieht dich keiner. So, so war das Ganze dann doch noch zu lösen. Ja, manchmal ist das Spiel dann doch ein bisschen buggy. Wahrscheinlich laufe ich jetzt. Laut GPS bist du nur einen Steinwurf vom Kompressor entfernt. Ich wusste es doch. Ich laufe einem von dem jetzt voll in die Arme. Das ist jetzt so ein bisschen raten. Laut GPS bist du nur einen Steinwurf vom Kompressor entfernt. Wenn du ihn abgewürgt hast, dürften die Jungs im U-Boot über deine Anwesenheit wenig erfreut sein. Du unterschätzt meinen Charme. Tun wir das nicht. Wer ist denn da? Viel Glück. So, ich hoffe, ich komme jetzt so an dem vorbei. Was ist hier los? Oh, das Licht ist aus. Was ist hier los? Mein Freund. Mann! Er stand noch 2 Kilometer von mir weg. Ah, hier kann
kann ich auch schon das Licht ausmachen. Laut GPS bist du nur einen Steinwurf vom Kompressor entfernt. Wenn du ihn abgewürgt hast, dürften die Jungs im U-Boot über deine Anwesenheit wenig erfreut sein. Du unterschätzt meinen Charme. Tun wir das nicht alle? Viel Glück. Ja, verdammt, genau. Das Licht ist halt aus. Mein Gott. Mach dir nicht ins Hemd. Oh Mann! Bei meinem Glück dreht er sich nochmal rum. Ah, doch nicht. Okay. Darüber dürfte er sich jetzt eigentlich nicht mehr wundern, weil er noch aufmerksam ist. Junge, du hast einen Vorhang am Kopf. Ja. Na, hängen wir fest. Keine Lust mehr, uns zu bewegen. Wenn du keine Lust hast, dich zu bewegen, bewege ich mich halt. So einfach ist das. Tür. Jetzt hat mich die Tür, ist buggy. Ja, jetzt kriege ich die Krise. Ich fange das doch jetzt nicht nochmal von vorne an. Ja, geile Sache. Was ist denn mit dem Spiel los? So, ich, mach mal hier. Mal eben. Okay, das heißt, wenn ich lang genug warte, kommt da eh jemand rein. Alles klar. Was ist denn mit der Tür los, ey? Was ist denn mit dem Spiel los? Guck jetzt mal, wenn die kommen. Lauft schneller! Das hört sich schon gut an. Da kommen sie. Speichere jetzt nochmal, wenn das jetzt kein Fehler war. Meine Damen und Herren, ich speichere. So, ich hoffe, die kommen jetzt nicht zurück. Beziehungsweise uns hinterher. So. Was? Wo kamen die denn jetzt her? Oh Mann. Ich renn mal gerade runter. Nein, hier oben kann ich kein Licht ausmachen. Ich will jetzt mal gerade wissen, wo die hinkommen. Wo die langlaufen. Ich glaube, am ehesten die kommen hier rein. Sicher bin ich mir aber nicht. Hm?
Ach ja. Ja. Was ist nur mit diesem Spiel los? Frage ich mich. Die Mission hat's echt voll mit den Bugs. Was ist denn mit denen? Tja, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist wegtasern. Wer? Die Kommandoeinheit! Ja, hat super funktioniert. Oder was ich versuchen kann, ich glaube aber nicht, dass die durch die Tür kommen irgendwie. Ist. Wer ist da? Seltsam. Ah, er kommt doch durch die Tür. Okay. Ich versteck dich mal. Das kann ich natürlich nicht mehr aufnehmen. Wer ist denn jetzt hier reingekommen? Das Ganze versuche ich jetzt nochmal. Wer ist denn da? Hoffentlich geht die blöde Tür zu. Muss gar nicht zugehen. Wunderbar. Oh, das war klar. Eins der nervigsten Dinge bei Splinter Cell 1. Keine Türen öffnen, wenn man Körper trägt. Puh. Achso. Stellen die Dinger sich nicht normalerweise selbst? Ach, ich wollte gerade sagen, da steht einer. Aber das war jetzt auch echt eine fiese Falle, ey. So, aufgetaucht sind sie. Sehr gut, Fischer. Das war die Infiltration. Sehr, sehr buggy, das Level. Warum auch immer. Keine Ahnung, was los war. Naja, kann man nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.